Oh, hallo und willkommen zurück. Gab es vorher keine Musik? Willkommen zurück zu Late Night Coding. Gab es ein Problem mit der Musik vorher? Sollte nicht so sein. Aber wie dem auch sei, willkommen zurück. Und hallo, Coder mit einer riesigen Gruppe. Willkommen, ihr habt perfektes Timing. Und wir fangen gerade an, damit uns darüber zu amüsieren, wie ich versuche, JavaScript zu lernen. Das wird sicherlich lustig, zumindest für euch, schätze ich mal, vielleicht nicht unbedingt für mich. Ja. Hallo, was machen wir? Wir versuchen, bunte Bildchen zu malen. Das funktioniert schon mal und ich versuche mich dann mal damit irgendwie zu kapieren, wie diese lustige Sprache JavaScript so im Detail funktioniert. Nee, im Prinzip ist das hier eine relativ simple Sprache, was ein bisschen frickelig ist, wenn man bisher damit nicht allzu viel gemacht hat, ist eben, dass es eben Millionen von APIs, Funktionsaufrufen und so gibt, ne? Für alles Mögliche, Tausende von Objekten, die alle welche Properties haben und so, die man nachgucken müssen. Was die Sache so ein bisschen träge machen wird, aber ich hoffe, es wird spaßig. Und ich lerne vielleicht auch mal wieder was dazu. Gut, also was hatte ich vor? Ich dachte, wir können ja mal wieder uns versuchen mit so einem kleinen Malprogramm. Also wer mitmalen will, kann gerne auf die. Ich habe die aktuelle Version liegt auch bei uns auf der oder die fast aktuelle Version liegt auch im Web. Also wer will, mal gucken, wie lange der dahinterliegende WebSocket-Server so läuft, den wir ausprobiert haben. Also ihr könnt einfach auf diese URL da gehen, hpc-onlyd.de. Ich kann es auch mal kurz hier reinkopieren. Ups, ich kann es zumindest versuchen. Da liegt auch die HTML-seitig. Es ist da draufklicken und dann könnt ihr darunter munter rummalen. Wie man sieht, entsteht das dann hier auch alles. Das Ganze ist erstmal so ein Quick-Hack, das ist einfach mal das, was ich so auf die Schnelle zusammengeklöppt habe. Ich habe also im Wesentlichen einfach die Webseite, über die ich gleich noch ein bisschen sprechen werde, an unseren WebSocket-Server angebunden, mit dem wir uns die letzten paar Mal beschäftigt haben. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also es ja, scheinbar nicht unter Firefox. Mal schauen, wie es wird. Momentan ist das Ganze noch überhaupt nicht fertig. Also zum Beispiel zeigt er halt einfach, er schickt jetzt einfach die ganzen Paint-Befehle, die man so macht. Also immer, wenn ich hier auch painte, dann male ich damit nicht direkt auf den Canvas, sondern ich schicke einfach die Paint-Befehle an den Server und der bounce sie dann zurück an alle verbundenen Kleinen, mich inklusive, und dann erscheint das erst. Also deswegen, je nachdem, wie schnell die Verbindung ist, kann das auch ein bisschen bisschen langsam. Edge, bei mir geht Edge. Also, wie gesagt, bin ich so der Freak bisher in JavaScript. Also ist durchaus möglich, dass da irgendwas kaputt ist. Aber ich habe es auf dem anderen Rechner mit Edge probiert und da ging es. Aber gucken wir mal, was da passiert. Ich mache es mal hier auf. Ja, stimmt, geht tatsächlich nicht. Ja, geht direkt wieder zu. Okay, gucken wir gleich, was da nicht okay ist. Chrome geht auch nicht. Gut, Safari funktioniert scheinbar. Safari, Edge läuft zumindest bei mir. Okay, ja, gucken wir mal, warum das nicht läuft. Das ist ja das Schöne an JavaScript-Code. Der läuft ja bekanntlich, wenn man einmal schreibt, auf allen Browsern. Ja, genau. Wobei meine lokale Website ist schon ein bisschen anders. Ich check's mal mit meiner lokalen Version. Vielleicht ist die ja schon besser. Wo ist der gute Edge? Halt das mal auf. Ne, da sagt er auch direkt Connection Closed. Okay, schauen wir gleich mal. Woran es liegt? Ich will ja auch noch lernen. Ja. Also, aber es ist, scheint zumindest auf einigen Systemen zu laufen. Sonst würde ich ja nicht diese Nummer rumgekritzelt sehen. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Sachen, die sind so ein bisschen suboptimal, wie zum Beispiel die Tatsache, wenn ich es neu lade, dass dann das Canvas dann leer ist, weil eben nur. Oh, da kriege ich auch ein Connection Close. Ist ja lustig. Ich glaube, es liegt gar nicht so sehr am Browser. Es liegt einfach daran, dass ich eventuell die Anzahl der Verbindungen beschränkt habe oder sowas ähnliches. Das würde ich sagen, ist eher das Problem.
Ich sehe jedenfalls, dass sich das System, also wenn ich zum Beispiel einen Refresh mache, dann verbindet sich und trennt sich sofort wieder. Also ich sehe hier auf der anderen Seite die Konsole. Und das ist, glaube ich, eher bei mir fehlt die Websocket. Genau, müssen wir mal gucken, warum das fehlt. Wie gesagt, der Websocket, ich weiß, dass bei dem Websocket-Ding gibt es noch ein Problem. Für die, falls ihr den Server mal unter Windows ausführen wollt, das fixe ich aber jetzt noch die Tage. Ich habe gesehen, da ist an einer Stelle, kann es passieren, dass unter bestimmten Umständen ein Mutex freigegeben wird. Genau, freigegeben wird und anschließend nochmal freigegeben wird und insbesondere unter Windows schmiert es ab. Also wirft eine Exception, Mutex ist angelockt. Das kann man fixen, da muss ich nur ein bisschen was ändern, da habe ich jetzt gerade hier keinen Bock zu. Ich vermute, der Grund, warum es manchmal nicht klappt, ist, dass das Ganze am Raspberry Pi läuft. Da ist das Netzwerk nicht wirklich besonders flott. Das ist also durchaus möglich, dass wenn jetzt eben viele Pakete da reintrudeln, dass er dann nicht unbedingt alle annehmen kann. Mal gucken. Aber ansonsten sollte es eigentlich gehen. Also im Zweifelsfall einfach mal neu laden. Ich habe ja auch gerade, hat es manchmal nicht funktioniert. Könnte aber auch sein, dass es noch ein Bug ist. Wie gesagt, finden wir auch aus. Jedenfalls, das System crasht nicht, das ist schon mal gut. Also obwohl er jetzt gerade 240 Verbindungen hat. Nicht 240 aktive, aber ein paar aktive. Also es scheint zumindest keine bösen Memleaks oder sowas oder keine Memory Corruptions zu geben. Aber ja, also auch die Websocket-Geschichte ist ja noch Work in Progress. Irgendwie hat man kann ja auch mal so anfangen, so ein bisschen andere Sachen zu malen. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie läuft es bei mir auch auf Kreise hinaus, wenn ich nicht gerade Hallo schreibe. Na, das läuft alles. Das ist der Raspberry Pi. So. Ich wollte mich heute erstmal so ein bisschen konzentrieren darauf, eben auf JavaScript-Seite was zu machen. Und hier hinten ist der Server, der da gerade läuft, und da eventuell noch was anzupassen. Die meisten Sachen werde ich jetzt erstmal lokal hier machen und push das dann einfach auf den Raspberry Pi, so, wenn es fertig ist. Ne, das Painten ist im Moment tatsächlich das Setzen von kleinen Quadraten. Das heißt, wenn man hier das malt, dann ist es ja, werden ein Quadrat gesetzt. Verbindung ist nicht sicher, eventuell deswegen keine Funktion unter Firefox. Weiß nicht, ich habe selbst keinen Firefox drauf. Ich kann es aber auch nochmal checken, was da das Problem ist. Wobei normalerweise sollte er da warnen. Ich glaube, Firefox warnt, wenn man keine HTTPS-Verbindung oder WebSocket-S, also WSS-Verbindung hat. Sollte es aber noch ausführen. Keine Ahnung, wo man es sieht. Ja, genau. Warnen müssten eigentlich alle aktuellen Browser. Aber ist ja auch nicht verschlüsselt oder irgendwas. Aber sollte eigentlich schon gehen. Also ich denke, ich hatte ja eben gesagt, auch ein Problem. Also jetzt, ne, musste ich jetzt auch dreimal refreshen. Meine Vermutung ist, dass der Raspberry Pi nicht schnell genug antwortet, weil ich ein relativ kurzes Timeout habe in dem Loop, das connected, aber das können wir auch nochmal gucken. Das ist also die drunterliegende API, also ob diese WebSocket-Klasse, ob die vielleicht da noch irgendwie geändert werden kann, aber ich wollte heute eben eher darüber arbeiten. So, lass euch einfach mal munter painten. Sehr witzig. So, okay, nee, da komme ich doch rein. Und wir gucken uns mal eben kurz an, was ich denn bisher an tolle Software geschaffen habe, das, was ihr hier seht. Das ist nämlich, habe ich so auf die Schnelle zusammengeklatscht. Also zunächst mal, ich tue das erstmal zur Seite. Ihr könnt gerne weiter malen. Nein, mein Bürostuhl ist nicht schief, die Kamera ist schief. Ja, die steht, die habe ich so ein bisschen hochgebockt, damit nicht immer mein Kinn weg ist und das ist schief. Allerdings kann ich das gerne fixen. Nicht so ein. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne, mein Schuh ist gerade. So, das trifft jetzt. Ach, so, ja. Ja, ist so. Alles suboptimal hier. So, ja, genau, ich bin cheap. Gut, also, erstmal aus dem Weg. Und was hab ich sensationelles geschaffen? Ich habe erstmal den ganzen WebSocket-Kram mal verschoben in unsere ganz normale Serverklasse und dann jetzt nochmal eine Serverklasse mit der WebSocket-Connection als Connection.
Technologie oder wie auch immer man es nennen will. Und im Prinzip habe ich dann einfach jetzt nur ein paar Messages hier geschrieben, ein paar Funktionen überladen. Und zwar, was machen wir, wenn eine Client-Message kommt? Wir schicken die Message, wenn das ein String ist, schicken wir es einfach an alle Clients zurück. Wenn das ein UInt ist, ein Array, schicken wir es auch an alle Clients zurück. Diese beiden Zeilen sind eigentlich die wirklich die Arbeit machen. Der Rest ist nur Spaß. Und hier werden einfach nur Texte ausgegeben, wenn sich einer verbindet, wird ausgegeben, der wievielte das ist oder welche ID er hat, interne ID und die IP-Adresse. Also ich ist scrollen die ganze Zeit, ich catch die ganze Zeit munter auf IP-Adressen, also die werden einfach nur angezeigt. Diese drei Zeilen könnte man auch entfernen, das wird so laufen. Also momentan ist das, was am Server läuft, ein Zweizeiler. Wobei, ehrlich gesagt, das hier auch sogar noch überflüssig ist, weil die Webseite keine Text-Messages schickt. Also eigentlich ist das, was auf Serverseite läuft, momentan ein Einzeiler. Und der wird einfach nur hier gestartet. Das alles. Und dann läuft einfach so ein Loop bis in alle Ewigkeit. Also das ist das, was so auf Serverseite läuft. Also das hat der Kamera nichts ausgemacht. Nee, das ist einfach das Problem, dass ich die Kamera, die habe ich hier so an der Wand befestigt und die hatte ich mit Heißkleber, weil ich das eigentlich kein Loch vorhatte, in die Wand zu bohren, aber da werde ich wohl nicht drum rumkommen. Also hatte ich das einfach mit Heißkleber festgemacht und es ist einfach so warm hier, dass es geschmolzen ist. Richtig. Und da ist aber nichts passiert. Also ich habe damit schon gerechnet und habe was drunter gelegt. Ist also nichts passiert, außer dass es vielleicht wahrscheinlich ein bisschen lustig aussah, als man zugeschaut hat, dass mitten in der Vorlesung die Kamera runterfällt. Ja, allerdings die Kamera, das ist zwar dieselbe Kamera, aber die steht auf einem anderen Podest, weil um vom Rechner zu sitzen, habe ich nicht geschafft, eine Kameraposition zu finden. Die steht woanders und das Ding ist schon festgeschraubt. Kann also nicht runterfahren. Gut, also das ist jetzt momentan das Server. Der echot halt alles zurück an alle Rechner. Das müssen wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen intelligenter machen. Aber ja, es ist schön warm hier. Aber gucken wir mal, was wir brauchen. Ja, auf der anderen Seite, auf dem Client, dieses Ding hier, das ist auch so das Erste, was ich so zusammengestöpselt habe. Und zwar passiert da auch noch relativ wenig. Wahrscheinlich kann man das alles viel, viel intelligenter machen. Aber ich habe es jetzt eben erstmal so auf die Schnelle so zusammengehackt. Also ich habe mir einfach eine HSV-to-RGB-Funktion mal rausgesucht, habe die so ein bisschen angepasst und habe auch gerade schon ein paar Änderungen gemacht. Seit gerade ist mir klar, wo der Unterschied zwischen var und let ist. Und zwar ist der völlig anders als bei anderen Programmiersprachen. Normalerweise kenne ich das immer var, Variable, let, Konstante. Aber nein, JavaScript macht das anders. Ihr wisst wahrscheinlich, das eine ist ein lokal, das andere ist eine globale Variable. Also habe ich die gerade noch geändert. Also das ist schon nicht die Version, die ihr gerade ausführt vom Code. Da sind schon ein paar kleine Änderungen drin. Also jedenfalls, das ist einfach HSV to RGB, also wandelt HSV nach RGB um. Wofür ist das gut? Offensichtlich dafür, kann ich nicht mehr rüberziehen, weil es Vollbild ist, um diesen schicken Regenbogen hinzukriegen. Ne? Wenn man ja malt, dann malt man einen Regenbogen. Wow, wen mache ich denn da gerade alles kaputt? Dann malt man so regenbogenförmig. Ja, das ist die Funktion hier. Was passiert beim Init? Da greife ich mir, Init wird ausgeführt. Ach so, das sollte man vielleicht erklären. Init wird ausgeführt, wenn die Webseite geladen wird. Und da hole ich mir so ein paar grundlegende Sachen, zum Beispiel eine Referenz auf oder ein Pointer oder wie auch immer man es in JavaScript nennen will, oder ein Handle auf das Canvas-Element, in das wir painten wollen. Das heißt Draw Area, registriere ein paar Maushändler, Move, Up und Down und hole mir noch ein paar andere Variablen, die ich auch noch brauche, also irgendwie so ein Paint-Kontext. Falls wir mal Compositing machen, habe ich das mal auf Source Over gesetzt. Das ist auch das Default. Aber momentan wird noch nicht vernünftig composited. Und dann male ich einfach mal alles in Babyblau da voll. Also das hier ist ne, rot, grün, blau. Es ist blau, aber nur mit 10% Opazität. Deswegen wird das so ein Babyblau. Und ja, das ist sozusagen das Init, was im Moment läuft. Dann gibt es diesen Draw Paint. Da hole ich mir erstmal eine Farbe.
Das Standard U ist 0 und U ist im HSV-Farbraum. Oh, inzwischen sieht es sogar ganz nett aus. Hier entsteht ja sogar Struktur, mal nicht nur Kreise. Ja. Also ich starte mit dem U von 0 und das, diese Methode, die erwartet den U-Wert ungewöhnlicherweise zwischen 0 und 1. Aber das war jetzt tatsächlich auch ganz praktisch, was ich haben wollte. Da muss man nicht immer mit 360 multiplizieren. Das cycelt jedenfalls in 1000 Schritten durch. Ich hole mal eine Farbe. Dann anschließend zähle ich das U einfach hoch. Und wenn der Socket gerade glücklich ist, dann schicke ich das einfach an den Server. Das schicken wir an den Server momentan einfach ein Array, bestehend aus der Mausposition, X, Y und der Farbe, mit der ich gerade painte. Wohlgemerkt, an der Stelle wird nicht gepainted. Das passiert woanders. Und dann gibt es noch einen Mouse-Down. Da passiert im Prinzip nichts anderes, außer dass ich eine Variable setze. Ja, Mouse ist down. Und ich rufe diese Draw-Paint auf. Bei Mouse-Up wird Mouse-Down auf vorwärts gesetzt. Wer hätte das gedacht? Wenn sich die Maus bewegt, dann speichern wir die Position ab und rufen auch das Draw-Paint auf, wenn die Maus denn down ist. So, so viel dazu. Und wer ist da so böse? Und hatten sich ein anderes HTML-Seite geschrieben, um das kaputt zu machen. Ja, voll destruktiv. Na, ja, das ist natürlich das Praktische. Man kann jetzt einfach eine beliebige HTML-Seite zusammenbasteln, die andere Sachen ausführt. Und es ist ja schön, wenn man dann rumspielen kann. So, was passiert weiter, wenn eine Message kommt und unser Server war ja so gebaut, dass er einfach alles zurückbounced, was kommt. Wenn die kommt und diesen String, dann sage ich im Prinzip einfach nur, wir haben einen String behalten, das ist noch von vorher der Code. Inzwischen habe ich herausgefunden, wie man an das Array wiederkommt. Ein Weg, vielleicht gibt es noch einen wesentlich schöneren Weg. Ich finde es super kompliziert und denke, es muss ja wohl eine andere Möglichkeit geben, aber so geht es auf jeden Fall. Also ich erzeuge einen File-Reader, dem übergebe ich offensichtlich die Daten, also den Blob, den ich bekomme, als Buffer und dann kann ich einen Listener registrieren, der asynchron, wenn das Laden fertig ist von diesen Daten, der dann mir so einen Buffer zur Verfügung stellt. Also dann habe ich nämlich das, habe ich die Daten geladen und das kann ich in Buffer schreiben und dann habe ich es jetzt auch wieder als U16 Array. Und so, also das war die erste Möglichkeit, die ich gefunden habe, um aus diesem Blob, der vom Netz kommt, wieder das Uint Array zu machen, was ich hier oben mal verschickt habe. Das heißt, was da zurückkommt, ist ein Array. Das hat hoffentlich, wenn nicht schief gelaufen ist, 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Ja, das sollte man natürlich sinnvollerweise noch checken, mache ich jetzt gerade nicht. Was mache ich dann? Ich erzeuge mir ein Image-Data-Blob, den nenne ich einfach Sprite, fülle den mit einer uniformen Farbe, und zwar der Farbe, die ich bekommen habe in Buffer 2, 3 und 4. Anschließend draw ich den in Buffer 0 und 1. So einfach ist das. Und das war's. Und dann gibt es noch ein Connection Close, wird noch ein Close aufgerufen. Und das ist im Prinzip die ganze Website. Ja, also noch relativ überschaubar und defaultmäßig verknüpft, connecte die sich jetzt an den Raspberry Pi. Ja, das soweit eigentlich schon alles. Und ja, ich dachte, jetzt kann man das Ganze ja mal sinnvollerweise so ein bisschen anpassen, dass es irgendwie ein bisschen mehr tut. Das ist JavaScript. Wohlgemerkt, JavaScript hat mit Java auch überhaupt nichts gemein, außer dem Namen. Und an der Stelle, eigentlich heißt es ja auch nicht JavaScript, sondern es nennen nur alle so JS, das heißt eigentlich ECMAScript. Aber sei es drum. Ja, das ist JavaScript. Ja, so, und der prinzipielle Codeaufbau ist ja relativ einfach. Also man sieht, dass das ja diesen Standard C in Anführungszeichen Syntax so mehr oder weniger folgt. Was halt momentan mir das Leben sehr schwer macht, wenn ich hier so Code schreibe, ist rauszukriegen, wie zeichne ich einen Canvas zum Beispiel. Ne? Da muss man halt eben gucken, dass man halt Kontext besorgen muss, den 2D-Kontext vom Canvas, und den Canvas kann man dann rein
Idee kann man dann reinbauen. Ja? Das macht mir so schwer. Dann habe ich das jetzt momentan mit Put Image Data gemacht. Das war das Erste, was ich auf die Schnelle nicht vernünftig herausfinden konnte. Wie kann ich schnell ein Image erstellen? Ich erzeuge jetzt witzigerweise nur Image Data. Also das ist sozusagen, sind sozusagen die Daten, die unter so einem Image-Objekt in dem Sinne liegen. Das Problem ist, das Image Data hat den Vorteil, so wie ich es bisher verstanden habe, dass ich wirklich Zugriff auf die Pixeldaten habe. Also ich habe wirklich ein Array, also das ist auch wirklich total simples Array. Also eigentlich nicht, da ist dann irgendwie so ein etwas ungewöhnliches, hochoptimiertes Byte-Array. Aber prinzipiell ist es einfach nur ein 1D-Array. Deswegen muss man hier auch schön mit unserer obligatorischen X und Y iterieren. Ich könnte ja auch einfach, da ich alle gleich schreibe, direkt über i-loopen, aber da ich später noch mehr damit vorhabe, habe ich es erstmal, habe ich es direkt mit X und Y implementiert. Und das ganze Ding kann ich dann mit Put-Image einfach reinblitten, wie man so schön sagt, also reinkopieren in das finale Resultat. Und dann sehen wir halt das, woran hier ja die ganze Zeit gearbeitet wird, fleißig. Oder jetzt nicht mehr so fleißig, gerade passiert nicht allzu viel. Funktioniert aber noch, ja, funktioniert noch. Hat nur inzwischen die Lust verloren zu zeichnen. Ah, da macht jeder jemand Kreise, genau. So, was wollte ich eigentlich gerne machen? Eigentlich wollte ich das gerne verblenden, damit ich hier ein richtiges Sprite auch mit Alpha-Kanal und so machen kann. Das habe ich auch schon kapiert. Das funktioniert mit dem Kontext Draw-Image. Das Dumme ist nur, der braucht kein Image-Data, sondern der braucht ein Image. Also ein Image-Object in JavaScript. Und ich habe noch nicht herausgefunden, so auf die Schnelle, wie ich einfach ein Image-Object erzeugen kann. Also beziehungsweise ich kann ein New Image machen, dann habe ich eins. Aber ich möchte gerne auf dessen Pixeldaten wieder zugreifen. Und das habe ich noch nicht so ganz rausbekommen, wie man das einfach hinkriegt. Also ein Image erzeugen, auf die Pixeldaten zugreifen und so weiter. Aber das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Was ich aber eigentlich jetzt zuallererst mal will, ist mir so ein bisschen Gedanken machen über so ein Mini-Protokoll, sodass man halt zumindest mal, zum Beispiel, wenn man sich neu connectet, eben nicht immer ein leeres Canvas kriegt, weil man ja immer nur die Malbefehle übermittelt bekommt, sondern zum Beispiel das letzte Bild einfach direkt am Anfang vom Server bekommt. Ja, dazu muss der Server das Bild aber allererst mal speichern. Das tut er im Moment ja nicht. Ne? Das heißt, der Server, der ist ja auch relativ simpel gestrickt und merkt sich ja jetzt nichts. Die Frage ist, wie wir das genau machen wollen. Wenn ich nämlich jetzt wirklich das aus den reinen Paint-Befehlen das Bild mir am Server speichern wollte, dann müsste ich prinzipiell auf dem Server dieselben Rasterisierungsoperationen hier ausführen. Ich muss genau dasselbe machen, was auf dem Client auch passiert. Und dazu sollten wir, müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Ja. Bei so einem einfachen Put ist das hier relativ simpel. Ah, mal was anderes. Hallo. Gut, also. Soweit, so gut. Ich dachte, damit fangen wir einfach mal an, Gedanken zu machen, wie kriegen wir das hin, dass das ein bisschen hübscher ist. Gut, schieben wir das mal weg. Und dazu werde ich einfach das Ganze jetzt mal lokal ausführen. Also ich schmeiße das mal raus und das auf meinem lokalen System aus. Ihr könnt weiter, wenn ihr wollt, auf dem Raspberry Pi rumpingen. Und ich muss das hier offen lassen, um das Kunstwerk dann sehen zu können. So, jetzt läuft das lokal und da müssen wir natürlich sinnvollerweise auch den Server lokal starten. Also probieren wir mal kurz. Wenn ich den jetzt hier ausführe, dann läuft er lokal. Und wenn ich das dann hier öffne, dann geht nichts. Gucken wir mal, passt das alles zusammen? Localhost, Localhost, das sieht gut aus. Ist auch 2000. Okay, scheint zu laufen. Machen wir das mal im Browser auf. Ich nehme Editor. Das Fenster.
hat zwar mit OpenGL nichts zu tun, sollte man vielleicht auch mal irgendwo schieben, irgendwo anders hin. Aber so, okay. Ist wohl einfach nur der. Funktioniert wohl offensichtlich in dem Editor nicht vernünftig. So, jetzt painte ich hoffentlich lokal. Das müsste man sehen, genau, dass ich mich gerade lokal verbunden habe. Meint, ich war zu schnell? Ich glaube nicht. Ich dachte, ich hätte den Server zuerst gestartet, aber gucken wir mal. Okay, ne, jetzt geht's auch hier. Ja, vielleicht war ich wirklich einfach zu flott. Das kann natürlich sein. Gut, ich wollte aber sowieso direkt im Browser starten, weil im Browser habe ich auch einen Debugger. Da gibt es sicherlich einiges zu debuggen. Gut, also. Wir können hier erstmal so ein bisschen aufräumen. Ach, dann noch eine andere lustige Sache. Ich hab den Teil noch fertig implementiert. Im WebSocket-Server das Ping und das Pong und die Close-Messages und so weiter. Und nachdem ich dann so munter fertig war und mich darüber das Ping und das Pong und so weiter geärgert habe, habe ich mir letztes Mal schon hinreichend darüber ausgelassen, dass ich es irgendwie ein bisschen beknackt finde, wie das implementiert ist, dass man zum Beispiel bei Ping überhaupt Payload mitschicken kann, dass man das zurückpongt, aber sei es drum. Nachdem ich dann das alles fertig hatte und dachte, okay, jetzt willst du mal debuggen, wie es funktioniert, habe ich geguckt, wie triggert man eigentlich einen Ping und dabei musste ich feststellen, das ist überhaupt nicht implementiert. Also das ist im WebSocket nicht vorgesehen. Das heißt, also ist eine API vorgesehen, aber es ist nicht vorgesehen in JavaScript, es wird nicht exposed. Und so wie ich es gehört habe, ist es auch nicht geplant, es zu exposen. Also das heißt, schön, dass wir es implementiert haben, aber wird wohl nie benutzt werden. Insofern ist auch diese Methode Handle Protocol Message, mit der bekommt man das mit, dass ein Ping und ein Pong zum Beispiel verschickt wurde, auch relativ sinnlos. Die gibt allerhöchstens aus, wenn man Close Message schickt. So. genau, ist offensichtlich nicht so wichtig. Ist der Payload für Ping-Pong nicht nötig, um die beiden zueinander zuzuordnen? Naja, also, wenn ich Server ist gerade abgekackt, ich starte mal neu. Gucken, wie wir das schaffen. Das war gut. Wenn er abkackt, ist schön. Dann kann man, wenn wir rausfinden, woran es liegt. Ich habe das vorher schon mal gesehen, dass der noch mal irgendwas abschmiert. Warum ist das mit dem Ping und dem Pong? Naja, zunächst mal, wenn ich ein Ping schicke, erwarte ich ja einen Pong. Also, das heißt, außer ich schicke jetzt mehrere Pings gleichzeitig, ich muss wieder auseinanderbieseln, welches Pong ich jetzt kriege, brauche ich das im Prinzip nicht. Okay? So, aus der Tatsache, dass der jetzt gerade nochmal abgeschmiert ist, vermute ich, dass irgendjemand gerade irgendeine Sache damit probiert, das Ganze bewusst abzuschmieren. Das ist gar nicht schlecht. Ich kenne auch deine IP-Adresse jetzt. Wenn du schön zu erfahren, wie du das gerade machst, das macht das Debuggen wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ich habe gesehen, irgendwas auf irgendeine Art und Weise geht es noch, dass der rausfliegt. Ich muss mal gucken, woran es liegt. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls, den Teil wollte ich jetzt fürs Erste noch nicht debuggen. Ich weiß, dass da noch irgendwas im Argen ist bei den WebSocket-Server, aber da kümmere ich mich später drum. So, wie dem auch sei. Also, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich kann auch einen Identifier irgendwie mitschicken, einfach beim Ping und Pong, der automatisch generiert wird. Ich muss da nicht unbedingt einen kompletten Payload-Block schicken. Das muss auch nicht fragmentiert sein. Das muss nicht unbedingt ein paar Exabyte groß sein können. Aber so ist es halt implementiert. Beziehungsweise so ist es nicht implementiert, weil es steht zwar in der Spec drin, aber es nicht exposed ist. Ich fand es nur lustig, nachdem ich mir die ganze Zeit dachte, boah, brauchst du das unbedingt? Dann dachte ich, naja, wird die Spec schon jetzt halbwegs vollständig implementieren. Mach es dann und stell fest, hättest du dir auch schenken können. Aber sei es drum. Das ist jedenfalls jetzt auch drin. Und Jetzt muss dann nur noch ein bisschen gedebuggt werden. Was soll's? Was habe ich noch gesehen? Ja, oh, danke. Danke für die Weiter-Subscription. Freue mich immer über eure Unterstützung. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, das hier
kann mal erstmal weg, um das Ganze mal simpel zu halten. Das kann insbesondere auch weg. Um die String-Messages brauchen wir uns nicht zu kümmern. Die sind ziemlich egal. Also wenn man die Methode rauskillt, dann bedeutet das, die habe ich sogar, ich dachte, ich hätte die implementiert, aber dann lassen wir sie drin, lassen wir sie leer, dann bedeutet das einfach, die geht ins Nirvana. Also wenn man dem jetzt eine String-Message schickt, dann ignoriert er die jetzt einfach. Das ist okay. Die habe ich leer implementiert, von der bin ich ausgegangen, dass man es immer braucht. Aber könnte man auch mal erinnern. Wie dem auch sei. Jedenfalls, der ist jetzt relativ kurz und hier sollten wir jetzt aber ein bisschen was Hübscheres tun. Also meine Idee ist, dass wir jetzt eben vom Client irgendwie uns ein kleines Protokoll überlegen, dass man zum Beispiel so eine Paint-Message schickt. Die sieht immer, kann von mir aus aussehen wie vorher, aber die hat dann meinetwegen noch ein Präfix irgendwie Paint, sodass man hinterher auch noch andere Nachrichten verschicken kann. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, hier ist ein Sprite, was ich benutze, also hinterher will man vielleicht ein Bildchen zeichnen. Meine ursprüngliche Idee war ja, dass ich das benutze, um mit meinen Nachbarn besser D&D spielen zu können, remote. Und dabei war ich mein Plan, dass man so kleine Männchen oder sowas durch die Gegend bewegen kann. Ich weiß übrigens, da gibt es 1000 Webseiten, die das ganz schick machen, aber ich wollte es halt eben mal selber ausprobieren. Dazu wäre es natürlich hilfreich, wenn man auch noch zum Beispiel sein Sprite schicken könnte, damit der Server das auch kennt und das dann weitergeben kann. So, das ist die Grundidee. Probieren wir mal, ob wir es hinkriegen. Und dann würde ich sagen, sollte der Server halt dann eben auch selbst mittracken, was das Bild ist, damit er einem neuen Client das Bild schicken kann. Und der kommt, ne? Also weil jetzt im Moment, wenn man neu lädt, dann ist ja immer das Canvas leer. Ja, also wenn ich jetzt hier neu anfange, ist das ja immer leer. Und erst wenn irgendjemand, dann, ne, wenn ich so mache, das ist natürlich ein bisschen ungeschickt für ein künstlerisch wertvolles Programm. So, gut. Und darum wollte ich mich einfach ein bisschen kümmern und bei der Gelegenheit JavaScript kennenlernen. Gut, versuchen wir das mal. Das heißt, wir müssen jetzt an zwei Fronten arbeiten, an dem sensationellen Client und an dem sensationellen Server. Fangen wir mit dem tollen Client an. Das heißt, ich würde erwarten, dass wir jetzt irgendwie Nachrichten schicken, die ein bisschen komplexer sind. Und zwar nicht nur einfach ein simples Array, sondern irgendwas anderes sind. Jetzt frage ich mich gerade als allererstes, wie kann ich einfach eine Klasse serialisieren, also Daten serialisieren. Und zwar jetzt, ich will jetzt eigentlich nichts Aufwendiges machen, also Protobuffer oder sowas ähnliches, sondern ich will die einfach auf eine, ich will da gerne die komplette Kontrolle erstmal drüber haben, weil ich muss die auf der Serverseite auch wieder deserialisieren. Und da will ich eigentlich relativ wenig Overhead haben. Also ich würde auch ungern jetzt JSON parsen, ich würde sie in binär verschicken. Ja, ich meine, das ist mal so lustig, wenn man das in JSON serialisiert und anschließend dann irgendwie in Binary JSON umwandelt. Da denke ich mal, wenn es sowieso Binary ist, dann hätte ich es direkt binär verschicken können. JSON zu parsen ist trivial, aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt eigentlich wirklich die einzelnen Werte hintereinander in einen Binary Stream packen. Boost ist böse. Nee, Boost ist okay, aber ich linke ungern gegen große Bibliotheken und da ist Boost so das Paradebeispiel für eine Obermörderbibliothek. Ich habe mal versucht, die auseinanderzunehmen, weil ich Einzelteile brauche, das geht auch, aber das ist so frickelig, irgendwie das rauszusuchen. Im schlimmsten Fall haue ich es jetzt erstmal einfach als Array raus. So allzu schrecklich viel brauchen wir ja nicht. Ich habe nur gerade überlegt, Klassen sind ja auch so eine Sache, die irgendwie so ein klein wenig strange sind in JavaScript. Ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Klasse nichts anderes als ein Funktionsaufruf. Soweit bin ich schon. Frage von meinem Enkel. Also soweit ich weiß, benutzt Tesla eine angepasste Version von Android. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, offiziell haben die das nicht verkündet. Die Frage ist, welchen Teil man jetzt meint von dem Auto. Ne? Da gibt es natürlich, wie bei jedem Auto üblich, ungefähr so 3 Millionen Subsysteme.
Was ich jetzt meine, ist das Entertainment Frontend, das, was man sieht. Das, wenn ich richtig verstanden habe, ich habe mir aber ehrlich gesagt noch nie das genau angeguckt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Android-Derivat, was irgendwie Tesla angepasst hat und auf dem FSD-Computer, also diesen Full-Self-Driving-Chip, da läuft irgendein Custom-Kram von Tesla. Also es wird wahrscheinlich irgendwas sein, was auf Linux basiert, würde ich mal tippen. Auf irgendeiner Realtime-Variante davon. Aber da das sowieso ein Custom-Chip ist, der auch hochgradig optimiert ist für Tensor-Operationen, ja, genau, der Autopilot oder das, was man heutzutage Autopilot nennt, was noch nicht besonders autopilotisch ist, das läuft auf dem, das ganze Image-Processing und die KI, die läuft auf einem separaten Chip. Was das für ein OS ist, also ich würde mal tippen, dass es irgendein Realtime-OS ist. Mutlich irgendwie, also ich würde jetzt ein Linux-Derivat, wie gesagt, eine Realtime-Version und dann irgendwie auf dem eigentlichen Prozessor läuft halt nur Codes, ne? Also irgendwelche, wie heißt es, neuronale Netzcodes einfach. Und die benutzen für ihre Netze, benutzen die, glaube ich, PyTorch, zumindest auf der Lernseite, ne? Und exportieren die irgendwie. Gut, also. Stellen wir uns mal richtig doof an, und fangen mal so ganz simpel an und fragen mal, was sind das für Bilder, wenn ich OOP JavaScript eingebe? Naja, gut. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen spezifizieren. So, JavaScript Objects. Weg. Okay. So, und dann versuche ich mal kurz rauszubekommen, wie man das denn macht. Get object from string. Ja, wie gesagt, Strings wollen wir eigentlich nicht nehmen. Objects are variable. Okay, so viel habe ich kapiert. Bla bla. Können wir das mal direkt überspringen? Soweit ich weiß, definiert man einfach eine Funktion und das ist dann der Konstruktor oder sowas ähnliches. Kann das sein, dass ich das richtig verstanden habe? Const-Person, new object, okay, so geht's auch. Objects are mutable. JavaScript, eloquent JavaScript googeln. Okay, danke. Okay. PDF. Okay, das ist ein ganzes Buch. Nein. Das Paper. Okay. Ich habe das Gefühl, das beinhaltet jetzt auf die Schnelle etwas mehr, als ich sie auf so durchlesen will. Im Prinzip reicht es mir ja, beim Programmieren kann ich ja so ein bisschen. Im Prinzip reicht es mir jetzt einfach nur kurz rauszukriegen, das Erste. Wie definiere ich ein Objekt und wie definiere ich einen Konstruktor und so weiter? Okay, Comments, Functions, JavaScript Classes, ja, JavaScript Class vielleicht besser als Object. Ja, das kann ich erstmal offen lassen. Danke erstmal, gucke ich mir nachher an. JavaScript Classes. Class Decoration. Okay, gut. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, das ist ja so, wie ich es erwartet hätte. Ich habe eben halt schon mal so auf die Schnelle geguckt und da habe ich nur gesehen, irgendwie einfach Function Foo und dann einfach New Foo. Das geht wohl auch, weil im Endeffekt sowieso alles eine Funktion ist. Aber was soll's. Okay, jetzt habe ich einen Annehmen. Class. Gut. Definieren wir uns mal unsere Klasse so in der Art und gucken mal, was passiert. Das ist ja einfach. Wo dengeln wir die mal hin? Hauen wir die mal eben kurz da oben drüber. Muss hinterher irgendwie auseinandergenommen werden. So. Wie nennen wir das Ding? Class Message. Paint Message vielleicht. Constructor, das first name. NVM. Ist schon eine Lösung. NVM. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Um,
Ja, ich probiere mal eben kurz so mein Glück. So, also wir haben einen Konstruktor. Was wollen wir dem Konstruktor übergeben bei einer Paint Message? Das ist jetzt schon mal lustig. Machen wir erstmal die einfache Paint Message, die wir bis jetzt schon haben. Die bekommt ja einfach schlichtweg diese vier Parameter. Also sowas wie POSX, POSY und dann RGB. Okay, interessanterweise. Interessanterweise gibt man da dann kein var oder let oder so an. Das scheint aber immer so zu sein bei Funktionsaufrufen, warum auch immer. Und das Ding kriegt offenbar einen impliziten this-Parameter und dann können wir das einfach mal so dumpen. So ähnlich wie so. Und wenn wir das auch richtig machen, dann funktioniert das auch und dann liegt das irgendwie hoffentlich in dem Objekt drin. Gut. Das scheint mir schon mal einfach zu sein. Witzigerweise fällt mir auf, dass irgendwie total viele Referenzen immer brav Semikolon am Ende machen. Finde ich auch nett. Obwohl das eigentlich ja völlig überflüssig ist. Zumindest so lange, wie man nicht mehrere Befehle in eine Zeile schreibt. So, gucken wir mal, ob das so halbwegs gültigen JavaScript hier schon mal produziert, was ich hier bisher so gemacht habe. Habe ich das noch irgendwo offen? Ja, hier. Scheint nicht völlig kaputt zu sein. Ist schon mal gut. Und so. Ich kriege zumindest keine Fehlermeldung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. So. Versuchen wir das mal einfach schon mal zu integrieren. Das heißt, wenn ich painte, dann will ich irgendwie sowas machen wie new paint message. Mit den Daten hier. Einfach mal auszutesten. Und der ruft jetzt einfach mal meine eigene Methode Serialize auf. So, gucken, ob das funktioniert. Das kann man hinterher sicherlich auch ein bisschen schöner machen, aber machen wir es jetzt erstmal so. So, was bedeutet, hier irgendwie so eine Methode Serialize brauche? Methoden, einfach Function wahrscheinlich. Möchte einfach so da rein. Warum macht er mir das nicht klar? Function. Ne, das mag er nicht. Wie schreibe ich jetzt eine Funktion? Wer weiß es, gerade auswendig. Wie verpasse ich der Klasse jetzt eine Funktion? Muss ich das extern definieren? Serialize. Okay. Also ohne Function. Okay. Okay. Das sehe ich auch sofort ein, warum man das nicht davor schreibt. Dann sehe ich öffne nicht ein, aber egal. So, und versuchen wir es mal ganz einfach zu machen. New. Und da muss jetzt einfach nur this davor. Und das muss dann richtig genannt werden. Was x. Ja, ein bisschen Glück sollte das eigentlich dasselbe tun. Und ja, das ist dann das R, das G, das B. Wobei, das könnten wir auch zusammenfassen. Wie, na, das. Da müsste ich jetzt erstmal ein extra Objekt machen. Mal das, was ja. Also, so schrecklich viel kommt ja auch nicht zusammen. This R, G, B. Kann ich mir das sparen eigentlich? Was passiert? Was, wenn ich das weglasse? Wird das funktionieren? Frage. Wird das automatisch gepräfixt? Okay. Ja. Also ist das gültiger Code? Kann mir das mal kurz einer verraten. Dann weiß ich das schon mal, bevor ich jetzt die ganze Zeit über munter this reinpacke. Geht das oder geht das nicht? Okay. Nein, dann ist es lokal. Okay, gut. Machen wir es. Ja, brav, das unnötige Dings hinter. Dann habe ich Serialize. Das sollte jetzt dann sinnvollerweise klappen. Der Code müsste immer noch laufen. Ist zwar irgendwie Banane, dass ich auf der einen Seite eine Paint-Message schicke und direkt einen Blob empfange, aber das sollte noch gehen. Probieren wir es mal aus. Geht auch. Schmeißt keine Fehler. Sehr schön. Kommen wir richtig voran heute. Und jetzt brauchen wir noch ein passendes Deserialize. Kann ich den Konstruktor überladen? Nächste Frage.
Verträgt JavaScript mehrere Konstruktoren? Kann ich überhaupt Methoden überladen? Doch, weil nicht irgendwie das nicht geht. Generator Methods. Try and Error, okay. Oh, was soll's. Also mein Vorschlag wäre dann nämlich einfach ein Konstruktor, der sowas da bekommt. So, the blob. Aber es ist kompliziert. Also das heißt, es geht nicht so einfach. Ja, nehm ich den mal. Ja, geht nicht. Kriegt Fehler. Cannot declare multiple constructors in a single class. Das ist ja, das ist ja auffallend, auffallend. Das ist eine Message, die ich verstehe. Aber wahrscheinlich, wo ich das gerade sehe, will ich einen Generator machen. Oder nennen die das hier nur so? Was sind denn Generators und Iterators? The concept of iterating directly into calling. Iterators, generators, weil custom generator factorial powerful allows you to define iterator. Okay, das ist irgendwas anderes, das ist nicht das, was ich haben wollte. Okay, gut. Also, gut, dann machen wir es halt auf die dänische Tour. Kann ich das Ding jetzt auch so erzeugen oder jammert er darum? Also ohne Parameter, meinte ich gerade. Also kann ich sowas machen? Let p gleich new paint message. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Macht er da. Der jammert nicht. Was passiert, wenn ich keine Parameter angebe, obwohl ich welche gefordert habe? Wenn die dann mit undefined gefüllt oder sowas ähnliches? Ah, okay. Weil, ja gut, das macht ja, normalerweise kann ja auch über die Anzahl der Parameter erkannt werden, welche Funktion das ist, aber offensichtlich füllt JavaScript Parameter, die ich ihm nicht gebe, mit irgendwas auf. Und ich hätte jetzt geschätzt, wahrscheinlich mit undefined oder sowas ähnlichem. Dass der Server bei mehreren Verbindungen, also der crasht nicht, der läuft, nur der, ja, der arme Raspberry Pi kommt nicht klar. Okay, das sind die undefined, das ist ja mehr oder weniger okay für das, was ich vorhabe. Kannst du ja mal den Konstruktor printen lassen, das könnten wir machen, ja. Die Frage ist, ob der aufgerufen wird. Console, log, fast, log this, was passiert denn dann eigentlich? Also dumm, dass ich hier keine Konsole habe. Probier es mal. Da. Okay. Das hat jetzt suboptimal funktioniert. Ach, okay. Gut. Da, sehr schön. Da können wir das Ding komplett sehen. Aha. Gut. Und jetzt rufen wir das Teil mal auf. Ohne Parameter habe ich den Code noch drin. Ne, der ist nicht da. Let's p gleich new paint message, aber ohne Parameter. Gucken wir mal. Okay, ja. Geht brav überall undefined. Okay. Das heißt kein Error ist das Konzept der Informatik. Besonders schön ist das jetzt zwar nicht, aber dann machen wir halt deserialize. Ich muss dann mal deserialize. Es sieht immer noch irgendwie komisch aus. Ja, weil da. Also einfach dasselbe wie oben, nur mit D davor. So, und da kopieren wir jetzt einfach mal diesen netten Code hier rein. Doof, dass jetzt wieder so asynchron ist. Das nervt mich irgendwie. Dann machen wir das so, dass wir den Buffer übergeben. Also das heißt, den Teil lasse ich dann erstmal draußen. Das ist ja nicht den Blob serialisiert, sondern ist aber auch. Nee, ist okay. Weil der Buffer ja, der hat ja erstmal keine Determined. Okay, das geht. Gut, also das heißt, mein Plan wäre dann als nächstes sowas zu machen wie hier. New, also let message
gleich New Paint Message weg. Finde ich irgendwie nicht schön. Also hier wäre natürlich tatsächlich besser irgendwie so eine Art Factory zu haben. Weil jetzt im Moment würde das dann so aussehen. Message deserialize von Buffer. Wenn wir das schon so machen, dann können wir die neue Paint Message auch direkt, direkt global machen. Ist, na, lassen wir es erstmal hier. Aber global überlege ich jetzt gerade, wenn ich das Ding jetzt wirklich global mache, ich frage mich diesen Listener, den ich hier ausführe, ob das Ganze, weiß das jemand? Läuft das Ganze, ist das nebenläufig oder ist das alles in einem Event-Loop? Das heißt, wenn ich jetzt Folgendes machen würde, würde ich dann ein Problem kriegen. Also nehmen wir an, ich pack das hier hin. Ja, ist eigentlich egal, wo ich schreibe. So, und ich nehme mir immer meine aktuelle Message, serialisiere die ins selbe Objekt und benutze das dann. So, da wird natürlich total platzen, wenn das hier nebenläufig funktioniert, ne? Und eventuell viele Messages dann munter in ein und dasselbe globale Objekt reindengeln. Tut es das oder tut es das nicht? Weiß das jemand? Oder hängt das alles in einem Event-Loop drin, ist alles single-threaded und ist unkritisch? Auch da könnte man natürlich jetzt wieder Trial and Error machen und gucken, ob es platzt oder nicht. Also, ne, die Frage ist einfach, ist dieser Listener, läuft der nebenläufig oder hängt der in einem globalen Event-Loop drin? Okay, habe ich vermutet, dass das nur ein Event-Loop ist, dann wird es tatsächlich gehen. Wenn natürlich auch generell vom Memory Management jetzt dann geschickt, das so zu machen. So, also dann haben wir hier, kann ich das konkatenieren eigentlich? Kann ich hinter drei schreiben Message? Geht das? So wie in C++, dass ich quasi eine Klasse definiere und direkt ein Objekt davon erzeuge. Heißt das hier mal? Wenn nicht, dann machen wir es erstmal so zweischrittig. So, dann schreiben wir jetzt da munter rein. Das Ding deserialisiert sich. Machen wir, kommt gleich. Und dann können wir hier drauf zugreifen. Auf Message. Okay, geht nicht. Message. Punkt. Das mache ich dann aber einfach so, oder? Message. R. So greife ich auf die Member zu, ne? So. Hi. G. B. Mache ich das richtig? Und hier wäre dann POS X. Und POS Y. Also erstmal so als Grundidee. Und damit das funktioniert, muss ich das Ding jetzt hier oben implementieren. Buffer. Das macht er mir so nett blau. Das Buffer ein reserviertes Schlüsselwort. Ne, unten benutze ich es ja auch. Okay. Zumindest nichts, was Schlimmes. So. Okay, jetzt müssen wir das nur noch da reinkriegen. Das heißt, hier an der Stelle checken wir mal die Size. Das habe ich bisher nie gemacht. Das sollten wir aber machen. Das müsste eigentlich auch die ganze Zeit schon geklappt haben. Wenn man die anderen ärgern will, hätte man eigentlich nur einen JavaScript-Code schicken müssen, der New and Array mit zum Beispiel zwei Elementen schickt. Dann müssten eigentlich alle HTML-Seiten abgekackt sein. Da unten mit einem Array-Index out of bounds oder wie auch immer sich das nennt. Das sollte man natürlich tun, nicht tun. Das heißt, wir kriegen jetzt den Buffer. Und der ist ja freundlicherweise ein UInt16Array, so viel wissen wir anhand des Codes da unten. Also gucken wir jetzt, ob das die richtige Größe hat. Wie checke ich die Größe von einem Array? JavaScript-Frage. Wahrscheinlich einfach Size. Oder so ein ähnliches. Oder den. Auf Size. Hier kriege ich raus, wie viele Elemente das Array hat. Length. Offensichtlich Punkt Length. Okay. Length sollte gehen, ja. Checken wir erstmal auch Gleichheit. 5 soll es haben. Okay, machen wir 3 von denen. So.
Dann können wir Stacy realisieren. Können wir eine Exception schmeißen? Das wäre nämlich das nächste. Wenn das keine 5 hat, würde ich gerne sowas wie eine Exception schmeißen. Wie macht man das? Das können auch schon mal die JavaScript-Wissenden schon mal vorbereiten. Die Frage. Throw new error, okay. Catchen, tue ich die wie? Try catch einfach oder try accept oder wie heißt das dazu passende? Schlüsselwort. Try catch, okay, danke. Gut. Ansonsten wollen wir nämlich genau das machen. Fast throw new error. Da kann ich wahrscheinlich auch Error-Klassen ableiten oder sowas ähnliches, ne? Das Ding kriegt einen String, sehr schön. Invalid Message Size Length. Nehmen wir es aus Length. So, gut. Dann gucken wir mal, machen wir das hier. Try, Klammer, ne? Machen wir das. Und ansonsten Catch. Was hat das jetzt zurückgeführt? Eigentlich mag der die Einrückung, also doppelte Einrückung. Catch die Minimalversion ist die hier, ne? So, dann kann ich mich das da einfach reinpacken. Ansonsten steigt er uns da oben aus. Viele Leerzeichen. So, theoretisch sollte klappen. Theoretisch. Probieren. Mein Browserfenster. Da ist es. Praktisch nicht. Unexpected Token. Okay, wollen wir das jetzt? Expect a parameter or a parameter list. Ja, eigentlich interessiert mich der Error im Moment gar nicht, aber muss ich das schreiben? Ich dachte, ich kann es auch leer lassen. Okay, besser. Aber kann ich es nicht leer lassen. Oh, das funktioniert. Sexy. Gut. Das ist natürlich nur die halbe Miete. Jetzt müssen wir sinnvollerweise noch verschiedene Messages unterscheiden können. Gut. Wie machen wir das? Wir schicken irgendein Flag mit, was wir gerade machen bei der Message. Und zwar, ob es eine Paint-Message ist oder eine Init-Message. Das sind so die offensichtlichen beiden. Die Init-Message sollte dann halt eben ein Bild übertragen und die Paint-Message sollte halt. Ja, eben die Paint-Message beinhalten. Ne? So, das heißt, wir greifen uns noch eine Geschichte. Message Type zum Beispiel. Das ist dann die erste. Sehr schön habe ich das gemacht, sodass ich jetzt maximal viel editieren muss. Sinnvollerweise checken wir dann noch 6. So, das heißt, wir holen uns das erste. Überlegen. Ich werde es jetzt erstmal einfach machen. Okay, ist noch nicht implementiert. Ich kenne es halt nur von C++, da kann ich ja Punkt und Punkt noch schreiben. Ne? Also gut, leer kann ich es auch nicht lassen. In Python kann ich es ganz leer lassen. So, also mein Plan war jetzt, wir schicken als erstes Message-Type rüber und meinetwegen 0 ist. 0 ist Paint Message und oder 0 ist Initialization Message und 1 ist Paint Message. Ja, kann man hinterher noch Enums, kann JavaScript Enums. Das ist eine gute Frage, das ist gleich. Also ich würde sagen, bevor ich das irgendwie jetzt so semi richtig erkläre, fragen wir einfach mal. Das eine ist strikt, das andere ist nicht strikt, aber mal gucken, ob das der Browser hinkriegt. Victoria's Secrets. VS, Victoria's Secret, war auch nicht schlecht. Difference between, haben wir es doch. Okay. Das erste ist Zuweisung. Die kam, skippen wir einfach mal. Triple Equal is a strict equality comparison, which returns false for the values which are not of a similar type. This operator performs typecasting for equality. If you compare two with two using, then return false value. Ansonsten, genau, das andere, das guckt, ob die irgendwie so.
ob die den gleichen Inhalt haben, verstehe ich. Ne? So, hier ein Punkt. Operates the quality, which checks whether two operands are the same or not by changing expression from one type to the other. So you use operator on order to compare identity of two operands, even though they are not a similar type. Also das heißt quasi sowas hier, die beiden kann ich mit gleich vergleichen und würde wahrscheinlich true zurückkriegen. Ne? Die werden, glaube ich, immer alle in Strings umgewandelt. Und wenn ich gleich mache, dann kriege ich false zurück. Prüft Typ mit. Eine true, aber eins. Und gleich true. Genau, also 4 gleich 4 sollte false liefern, ne? Und aber 4 gleich 4 als String sollte true liefern. Also, wenn ich es richtig verstehe, will man eigentlich in den meisten Fällen tatsächlich dieses Triple gleich haben und dieses gleich. Denke ich mal, ist relativ selten, hätte ich jetzt mal getippt, ne? Dass man diesen Fall haben will. So habe ich es zumindest mal so auf die Schnelle verstanden. Gut, also, da auch wieder, ne? Ja, ich lerne das gerade as we go. Also, insofern ist es durchaus möglich, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, immer reingrätschen. So, also, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mit übertragen, was ich kriege. An Typen und da ist es natürlich an und für sich, das, was ich gerade vorhabe, ist an und für sich doof. So, also was natürlich viel hübscher wäre, lassen wir es mal kurz so, wäre, wenn ich jetzt eine Klassenhierarchie habe. Also ich habe eine Message und davon leite ich meinetwegen Server-Message und davon leite ich eine Paint-Message oder eine Init-Message ab. Das ist ja eigentlich viel hübscher, oder? Wie mache ich Inheritance? Ist das einfach Ableitungen? JavaScript-Klassen, da habe ich es auf Deutsch geschrieben, na egal. Klassen JavaScript, Klassendefinition, Extends, okay, danke. Und muss ich da noch irgendwas beachten? Also irgendwie sowas wie Public X Inheritance oder sowas nicht. Tier, Extends, Tier, okay. Nur gleich angefallen, ist sehr praktisch. Okay. Okay, gut, Extends, gut, machen wir das so. Dann hätten wir nämlich eine Paint Message, Extends Message. Praktischerweise ist Message offenbar, aber ich nenne es mal jetzt einfach Server Message. Ist noch ein bisschen bescheuert, aber Message ist mir so generisch. So, dann haben wir eine Class Server Message. So, und jetzt überlege ich gerade, wie machen wir das? Und meine Idee war jetzt, dass wir halt eben zwei Messages haben, also eine Paint und eine Initialization Message. Die unterscheiden sich eben dadurch, dass sie halt eben verschiedenen Inhalt haben. Dann haben wir das nicht so komisch in einer Klasse drin, dass manchmal die einen Variablen und manchmal die anderen Variablen gültig sind. Dann ist natürlich das, was ich hier deserialisiere, eine Server Message. Und bei der Subklasse kann man super im Konstruktor callen. Kann ich oder muss ich? Also wenn ich das nicht mache, dann ruft er den Superkonstruktor gar nicht auf. Das heißt, ich muss super aufrufen, damit der Konstruktor garantiert ausgeführt wird. Korrekt muss. Okay, gut. Gut zu wissen. So, unsere Message ist jetzt eine Server-Message. JavaScript ist auch dann dynamisch typisiert. Das heißt, ich kann jetzt auch gleich in Message. Naja, gut, da wird ja eh überschrieben. Das heißt, das fülle ich erstmal mit gar nichts auf an der Stelle. Weil ich ja noch nichts Sinnvolles machen kann. So, und jetzt brauchen wir im Prinzip so eine Art Factory, um die Dinger zu deserialisieren. Also das heißt dann, ne, sage ich, okay, hier, wir haben eine Factory und die generiert mir dann entweder eine Paint-Message oder eine Init-Message. Und wenn ich genau darüber nachdenke, ist es dann auch völlig irrelevant, ob die voneinander abgeleitet sind. Dann machen wir es erstmal, schadet ja nicht. Ist das gültig? Erstmal kurz Sanity-Check. Ist das gültiger Code? Kann ich die so leer lassen? Nee. Super. Ach, must be called. Aha. Okay. Das will er also unbedingt haben. Das ist ja auch gut so. Okay. Immer noch nicht. Immer noch nicht.
Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das gerade weggemacht habe. Genau, das Deserialize geht jetzt nicht, weil ich, das heißt, ich brauche jetzt so eine Factory. Message. Und das macht dann sowas. Irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da einmal ein I schreiben will. Deserialize Message. Funktionale Größe zum P. So. Das hier ist wieder eine Function. Weil es eigentlich auch wieder an die JavaScript-Experten. Kann ich was benutzen oberhalb von der Deklaration? Also kann ich hier oben jetzt Server Message oder Paint Message benutzen? Oder muss ich es da drunter schreiben? Also in welcher Reihenfolge geht der Parser da durch? Wisst ihr das? Also wenn ich jetzt hier meine Function haben will, die wäre hier nice. Ne? Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Wie habe ich es geschrieben? Deserialize Message. Ja, geht. Okay, geht. Ich fände es jetzt schöner, das oben drüber zu haben. Gut. Und ich weiß gar nicht, warum ich es eigentlich schöner drüber finde. Hallo! Ich versuche gerade JavaScript zu lernen. The hard way. So. Also, deserialize message, so was muss das Ding jetzt machen? Das muss erstmal sich das erste Element anschauen von dem Buffer, der da kommt. Sinnvollerweise übergeben wir dem Ding noch einen Buffer. Und abhängig davon, das dann an die beiden Funktionen weiterleiten. Abhängig davon, was da drin steht. So. Und dann müssen wir hier gleich branchen, je nachdem, was das für eine Message ist, müssen wir dann irgendwas Sinnvolles damit tun. So, da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, was ich gerne will, ist eigentlich, also so von der Idee her. Ja, also, willkommen. Ja, also gibt nicht allzu viel zu sagen, was ich gerade treibe. Wie gesagt, ich versuche gerade JavaScript zu lernen. Ich glaube, das drückt es am besten aus und das Ganze soll dann irgendwie mal ein Paint-Programm werden, wenn es denn fertig ist. Ein Paint-Programm, was irgendwie so verteilt läuft, wo jeder drauf rummalen kann. Eben haben wir noch ganz viele drauf gemalt, auf der Vorab-Version, aber ich glaube inzwischen, so nach spätestens einer halben Stunde macht es keinen Spaß mehr, bunte Kreise zu malen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich guck mal. Nee, hat sich schon lange keiner mehr auf den Server verbunden. Der letzte ist raus. Oh, es sind sogar ein paar Protocol-Messages geflogen. Das heißt, es sind tatsächlich ein paar Disconnects geflogen. Offensichtlich hat irgendjemand einen Browser, der tatsächlich mal eine Disconnect-Message schickt. Das ist ja interessant, weil das ist mir nämlich aufgefallen. Safari tut das nicht. Der macht einfach den Socket dicht. Aber offensichtlich hat irgendjemand einen Browser. Ich könnte jetzt auch die IP-Adresse hier blurpen, aber das mache ich mal nicht. Irgendjemand hat einen Browser, der freundlicherweise tatsächlich erst einen Disconnect schickt und sich dann verabschiedet. Das tut. Safari und Chrome tun das nicht, die machen einfach den Port dicht. Ist aber nicht schlimm. Gut, also, so, was ich jetzt hier möchte an der Stelle ist, ich bekomme jetzt den Buffer. Ich möchte mir jetzt also das erste Element vom Buffer angucken. Das heißt, ich check sinnvollerweise erstmal, ob der überhaupt eine Länge hat. So, und um das jetzt ganz so gerade mal so halbwegs foolproof zu machen, größer als 0. So, jetzt könnte es ja sein, dass Buffer irgendein Bullshit ist. Ne? Das heißt, ich will jetzt erstmal prüfen, ist Buffer überhaupt ein Uint Array? Wie sieht das auf? Ist das irgendwie Instance of von irgendwie Buffer gleich Uint Array? Ist das korrekt? Macht das Sinn? Ich würde schreiben, not buffer is bullshit. okay. Ist das hier so halbwegs gültig? Größ aus. Buffer in. Ach, stimmt richtig. Buffer instance of. Buffer instance of. Uint Array 16. Okay. Das war so ein komischer Infix-Operator. Gut.
Ah, so, also in dem Fall haben wir hier schon mal an der Stelle gecheckt, dass das Ganze sinnvoll ist. So, gut, jetzt gucken wir uns das erste, jetzt gucken wir uns das erste Element an, was offenkundig existiert. So, das heißt, irgendwie sowas wie let type gleich Buffer von 0. Gibt es einen Switch? Ja, ne? Gibt es, habe ich schon mal benutzt. Switch von Type. Gibt es Enums in JavaScript? Also könnte ich das jetzt auch hier direkt. Ja, würde mir nicht helfen. Ich habe ja kein. Doch, ich kann auf die Cast, aber ist egal. Machen wir es erstmal auf die, was erstmal auf die langweilige Art. 0. Ne, kein Enums. Okay. Ja, stimmt, ich könnte es natürlich über eine Menge von Konstanten machen. Aber machen wir es erstmal so. So, das heißt, hier würden wir return new paint message, beziehungsweise das wollte ich bei 1 machen. New paint message. So, und jetzt kommt die Frage, hier würde ich gerne den Buffer übergeben, aber eigentlich würde ich von dem Buffer gerne das erste Element direkt wegnehmen. Also gibt es irgendwie sowas, ne? In Python wäre das ja irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja. Gibt sowas in der Art auch in JavaScript, um einfach sozusagen, okay, gib mir mal einen Slice ohne das erste Element. Slice, okay, das heißt Slice. Wie würde ich das da schreiben? Also wenn ich das jetzt so machen will. Was würde ich jetzt hier hinschreiben? Ah, okay, gut. Noch besser. Da Prototyp Slice 1.3. Okay, das ist End. Kann ich End weglassen? Ich will ja irgendwie bis zum Ende haben. Okay, Start gibt's, ja. Gut. So, das ist also Slice und das wird wie geschrieben. Einfach nur, das ist ein. Also das ist quasi Buffer.slice, ne? Also einfach so. Gut. Da haben wir so Payload-Buffer. Und hier machen wir eine Init-Message. So, macht Sinn. Ich nehme die ganzen Leerzeichen ein. So, und das liefert schlimmstenfalls ein Nearest Array. Und jetzt müssen wir noch machen, was passiert, wenn wir einen Type haben, der nicht da drin steht. Und da Default, ja. Und da schmeißen wir auch eine A Throw Error Invalid Message Type. So. Und das ist natürlich. Natürlich so nicht richtig, weil ich das ja nicht im Konstruktor reingemacht habe. Willst du denn ein Array haben oder? Ich will genau das Gegenteil haben. Ich will das nullte Element, das ist ja mein Type, den will ich wegschmeißen. Den brauche ich nicht zu übergeben an meine Messages. Deswegen, also ich will quasi haben ab Element 1 bis Ende alles. Das ist, glaube ich, so ziemlich das, was ich jetzt da bekomme, oder? So, und da ich das hier gerade so geschickt gemacht habe. Es geht gar nicht noch schöner, aber ich mein erstes JavaScript-Programm. Let's, das ist mal gefragt. Was macht er jetzt eigentlich? Also, wenn ich diesen Code so schreibe, kann mir das einer verraten? Also, ich mache folgendes. Message. Stop. Ne, dann deserialisiere ich das und hier unten von mir ist dasselbe. So, das muss dann natürlich eine New Paint Message sein, ohne Parameter. So. Und das hier ist dann eine New, ups, Serialized. Und das hier ist meine neue Init Message, die ich gleich noch schreiben muss. So, also ein. Das ist ja jetzt eine lokale Variable, die ich hier zurückgebe. Kann ich das überhaupt machen oder geht die kaputt in dem Moment, wo ich
wo ich returne. Oder ruft der so eine Art Copy-Konstruktor auf? Weiß das jemand? Was passiert jetzt? Also, oder geht das gar nicht, was ich da jetzt gerade tue? Ne? Ich erzeuge ja das hier und jetzt muss ja irgendwie quasi die der Ownership dieser Variable, der wechselt ja in dem Moment, wo ich die zurückgebe. Gucken wir doch einfach mal, ob es überhaupt geht. Dazu brauche ich erstmal zumindest rudimentär. Gibt es eine nächste Frage? Abstrakte Methoden. Die würde ich jetzt gerne eigentlich hier definieren. Also ich will ein Interface eigentlich definieren. Okay, geht. Abstract Method. JavaScript hat noch ein Abstract Methods gehen wie. Interface gibt es in JavaScript nicht. Nur in TypeScript. Okay, ist ja in Ordnung. Dann mache ich einfach eine abstrakte Basisklasse. Ich gucke nur gerade, wie ich eine abstrakte Methode definiere. Abstract Method wird ES6. Ist ES6, gibt es das schon? Garbage. Wo habe ich hier abstrakte Methoden? Implementation required to something. Ah, okay, ja, so kann ich natürlich hinhacken. Ja. Okay, gut, also ich nehme mal. Wie viel Zoll hat dein Bildschirm? Wieso? Weil ich immer so davor hänge. Gute Frage. Ich glaube 28 oder sowas ähnliches. Ich fahre den aber in einer super niedrigen Auflösung für euch hier. Also das ist irgendwie gerade, das ist 1080p, ne? Ist eigentlich kann der Monitor eine ganze Ecke mehr. Okay, gut, ES6 wird von allen unterstützt. Gut, aber das ist ja, würde ich ja sagen, das ist ja doofer Hack für abstrakte Methode. Na klar, kann ich natürlich einfach einen Error schmeißen und die dann überschreiben. Beziehungsweise überschreiben wir die wenigstens. Constructor, Generic Methods, gonna throw an error, uncalled, do something und hier überschreibt das einfach. Okay, ja. Gut, also dann machen wir es von mir aus auf diese unschöne Art. Also das heißt, deserialize. Das ist so der Hack, wenn man keine abstrakten Methoden hat. Und man schmeißt einen Fehler und sagt, Abstract Method not implemented. So. Geht dann aus meiner Sicht natürlich völlig an der Idee von abstrakten Methoden vorbei, weil ich kann jetzt immer noch den Code schreiben, der wird kompilieren, aber sollte eigentlich hätte ich ja gerne einen Compiler-Error. Aber was soll's. Gut. Implemented. Danke. Ob ich auch Aufträge annehme? Ja, in Discord nehme ich auch Aufträge an, sozusagen. Ups, falsche Stelle. Allerdings nur for fun, ne? Glaube, den hier brauche ich jetzt nicht mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Jetzt können wir es auch direkt hier machen. So, das ist ein App-Abstract mit. Nee, verstehe ich nicht. Was ist dieses Methoden? Abstract-Methoden. Was das ist? Es ist eine ernst gemeinte Frage, unabhängig von den Hoden und so weiter. Eine abstrakte Methode ist eine Methode, die keine Implementierung hat. Das ist ganz praktisch, wenn du halt, wenn du halt erlauben. Ich muss, glaube ich, erstmal das erlauben. Wenn du eben fordern willst, dass Klassen bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellen sollen, ja, dann kannst du das eben so machen, wie ich das hier gemacht habe. Achso, okay, weißt du, was das heißt? Okay, gut. Hätte sein können, weil wir haben ja relativ viele Anfänger und Anfänger dabei. Gut. Band ist amüsant. Ja. Okay, brauche ich nicht zu erklären. Außer jemand anders will es wissen, falls es jemand gibt, der nicht weiß, was abstrakte Methoden, Interfaces und so sind, erkläre ich es auch gerne noch. Gut. Nichtsdestotrotz, dann schreiben wir die Methode freundlicherweise hier auch.
Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Ich vermute mal, die Klasse braucht auch irgendeinen Konstruktor jetzt. Damit wir Super callen können, auch wenn Super leer ist. So. Und jetzt nach meinem ersten Verständnis müsste das jetzt mal so halbwegs syntaktisch okay sein. Probieren wir mal. Wo ist denn mein Browserfenster hier? Passt. Cannot declare let variable twice. Ah, okay. Das ist derselbe Scope immer noch. Okay, dann machen wir das mal. So würde ich es in C++ fixen. Gucken, ob das in JavaScript geht. Einfach ins. Jetzt guck mal. Die andere Möglichkeit wäre natürlich einfach die Variable nur einfach zu deklarieren. Die schreiben wir sowieso immer. Aber gucken wir mal eben kurz, ob das ginge. Okay, das würde gehen. Kann aber nicht malen. Ach so, wahrscheinlich, weil da irgendwas. Ja klar, weil ich natürlich im Moment auch keine Message verschicke, die hier was Vernünftiges hat. Das heißt, der steigt uns da aus mit einer Invalid Message. Kann ich die irgendwo sehen hier? Außer ich habe hier tonnenweise Prints, aber sehe ich irgendwo mal Exceptions? Wenn ich die fange, sehe ich die nicht mehr. Okay, gut. Was soll's? Das können wir natürlich auch prinzipiell tatsächlich mit einem Label schlagen. So, ne? Also, da können wir uns hier ein bisschen was sparen. Sinnvollerweise füllen wir das immer und wenn nicht, dann so eine ähnliche Definition. So eine schnelle Definition und wieso man konkret auch einsetzt, finde ich nützlich. Okay, kann ich gerne erzählen. Also, das ist auch was abstrakte Methoden ist, was glaube ich, was man, wenn man autodidaktisch sich was beibringt, erstmal nicht drüber stolpert. Zumindest bin ich da nicht drüber gestolpert. Ich habe im Wesentlichen Programmieren mir selbst beigebracht, aber das ist eine der Sachen, die ich über die man, glaube ich, wenn man es nicht zufällig irgendwo sieht, nicht selbst kommt. Okay, was sind abstrakte Methoden? Das ist halt eben eine Methode, die keine Implementierung hat. Also wie hier. Normalerweise in anderen Sprachen würde man, was soll ich sagen, Abstract oder so. Und welchen Sinn hat das? Das ist eine Methode, die es nicht gibt. Die kannst du also auch nicht aufrufen. Wenn du versuchen würdest, sie aufzurufen, dann würde das System einfach nur crashen. Hängt von Sprache zu Sprache ab, was da genau passiert. C++ fliegt dir um die Ohren zum Beispiel. So, wenn du es schaffst, eine abstrakte Methode aufzurufen. So, was du damit machst, ist, du sagst quasi, okay, wenn ich irgendwann mal eine Klasse schreibe, die davon von dieser Server-Message sich ableitet, damit ich die benutzen kann, du kannst normalerweise ein Objekt einer Klasse erstellen, die keine abstrakten Methoden mehr beinhaltet. Also ich könnte zum Beispiel unter, genau, Polymorphie, das geht in die Richtung. Ich könnte eine Server-Message, wenn das jetzt in der Sprache richtig verfügbar wäre, also in JavaScript gibt es das halt nicht so richtig, dann könnte ich keine Server-Message-Objekt erstellen. Dann würde mir das System sagen, die ist unvollständig, da fehlt halt eine Methode, das darf es nicht machen. Ja, ah ja, gute Idee. Die Idee ist, dass das so eine Art, wie soll man sagen, Forderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Versprechen ist, je nachdem, wie man sieht, wenn ich halt eine Paint-Message, ein Objekt von einer Paint-Message erzeuge, dann weiß ich, das muss deserialize implementieren. In JavaScript leider nicht so richtig, weil es abstrakte Methoden eben nicht gibt. Ja, so. Und das Praktische ist dann, ich muss mich um quasi die Details von Paint-Message nicht so kümmern als Nutzer davon. Ja, ich weiß einfach, okay, das leitet sich von Server-Message ab und Server-Message fordert ein Deserialize, also kann ich das einfach mal so blind aufrufen, das muss funktionieren. Ja, das, okay, das ist so die Grundidee von diesen abstrakten Methoden. Und dann gibt es noch das Konzept, dass du eine Klasse schreibst, die nur abstrakte Methoden beinhaltet, also keinerlei nicht abstrakte Methoden, also die heißen dann, ich nenne die mal konkret, aber eigentlich gibt es den Begriff nicht. Als Gegenteil von abstrakt gibt es nicht. Also eine unfertige, also ich würde noch weitergehen, eine gar nicht existente. Unfertig könnte ja heißen, die gibt es so ein bisschen schon, ne? Aber die gibt es gar nicht. So, wenn du jetzt eine Klasse schreibst wie die hier, wo du nur abstrakte Methoden drin hast, momentan enthält die ja nur diese eine und die ist abstrakt, und wenn ich noch fünf weitere mache, auch abstrakt, dann nennt man das im Allgemeinen ein Interface. Das heißt, das ist dann einfach nur ein Set von Forderungen, die wir stellen an abgeleitete Klassen und null Funktionalität. Und das Praktische an diesen
Interfaces an den abstrakten Klassen ist, dass ich jetzt eben alles, was sich von Server Message ableitet, weiß ich immer, da kann ich die Serialize aufrufen und da kann ich vielleicht noch andere Sachen drauf machen. Das heißt, ich habe quasi so eine Gemeinsamkeit damit definiert. Das ist die Idee. Man kann auch ohne das auskommen. Das ist ein reines Strukturelement, um einem so ein bisschen die Struktur zu erleichtern, wenn man programmiert. Aber es ist ziemlich praktisch. Zumal man, wenn man eben das in anderen Sprachen benutzt, zum Beispiel auch sagen kann, okay, jetzt behandle mal die Paint-Message wie eine Server-Message. Dann, wenn ich die zum Beispiel caste, also umwandle in eine Server-Message, dann verliert die Paint-Message, dann sieht das so aus, als ob die nur noch dieses Interface hat und alles, was sie zusätzlich hat, kann ich da nicht mehr sehen. Das kann auch Vorteile haben, um bestimmte Sachen zu verstecken. Ja? Das ist so die Grundidee. Das nennt man eben, ja. Abstrakte Klassen sind dann auch Klassen, die abstrakte Methoden beinhalten. Und dann gibt es eben noch Klassen, die nur abstrakte Methoden beinhalten. Die nennt man dann je nach Sprache Interfaces oder Pure Abstract. Das ist so die Grundidee davon. Kann ich jetzt in JavaScript nicht so richtig zeigen. Müsste man mal in C++ oder vielleicht noch in anderen Sprachen wie Java oder so, könnte man. Java hat das recht schön umgesetzt, auch wenn ich Java sonst nicht mag. Aber das ist eigentlich ganz nett umgesetzt. Also Objektorientierung generell ist in Java oder auch in sowas wie C-Sharp und so natürlich jetzt ganz nett umgesetzt. Gut, also da kam noch eine Idee. Init Message, Side Note, zu etwas früher, wenn man Java einen Class, keinen Konstruktor definiert, dann hat der Class einen Default-Konstruktor, der, ach, der ruft super auf. Okay, das ist schon mal gut, das wusste ich nicht. Gut, jetzt kam da gerade, das ist Init Message, ach so, ja, klar, das kann ich natürlich machen, wobei. Ich dann, also das mit dem ist prinzipiell eine gute Idee, ja, nur irgendwie muss ich das ganze Mist hier noch ein Message zuweisen. Und das kann ich natürlich nicht in einer Zeile machen, ne? Weil das Ergebnis hiervon wird ja undefined sein. Ne? Das heißt, ich muss das im Moment, also prinzipiell klingt das nach einer guten Idee, aber ich muss blöderweise das Ergebnis dieses Erstcalls hier irgendwie in die Variable reindrücken. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das zusammenfassen könnte. Ich will ja nicht das Ergebnis von deserialize haben. Ne? Wenn ich das jetzt als, wenn ich deserialize jetzt als statische Methode implementiere, gibt das? Nächste Frage an die JavaScript-Kenner. Gibt es statische Methoden in Java? Dann können wir das machen. Ja, dann ginge das. Aber momentan ist das eine Methode, die funktioniert. Es gibt das, ja. Wie deklariere ich eine statische Methode? Dann machen wir es direkt so. Return this, okay. Aber hätte dann ja wieder einen Nebeneffekt. Wie deklariere ich static davor schreiben? Okay. Okay, danke. Ist doch so. Bauen wir hier eine neue Paint-Message. Paint-Message. Ich habe mal das zwingende Bedürfnis, einen Variablen-Typ davor zu schreiben. Let b gleich Paint-Message. Und dann kann ich auch vorhin direkt den Konstruktor aufrufen. So. Okay, super. Das wird ja langsam was. Static klingt besser. So. Dann brauche ich das nämlich auch nicht so awkward zu machen, dass ich erst das Ding erzeuge mit einem Dummy-Konstruktor, sondern ich kann das direkt vernünftig machen. Das ist sehr schön. Und das ist natürlich Müll, den ich da mache. Weil ich muss wahrscheinlich schreiben. Buffer 0, Buffer 1, Buffer 2, Buffer 3, Buffer 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und da brauche ich dann nicht Sletten, sondern kann ich direkt returnen. Da fehlt noch ein New. Gut. Ist direkt kürzer geworden. Und dann kann ich natürlich hier das direkt so machen. Ja. Dann, wie rufe ich das dann auf? Einfach init message, also natürlich, das mache ich jetzt alles gleich für paint message. Achso, das New habe ich gerade geschrieben. Genau, wie rufe ich eine Klassenmethode auf? Ist das irgendwie Klassenname? Also würde das so aussehen? Ich meine, ich habe es jetzt erstmal. Okay. Class.method. Okay, dann habe ich es richtig gemacht. So, dann faltet es hier auch so direkt zusammen. So. Wird immer kürzer. Gut. Dann
Sehr schön, dann haben wir Paint Message. Jetzt müssen wir den ganzen Krempel nur noch für Init Message machen. So, der Konstruktor, der kriegt natürlich jetzt dann was. Und zwar kriegt der im Prinzip den Inhalt des Bildes, ne? Also das heißt, da erwarten wir dann ein UInt Array. Also ich nenne es mal einfach Image. Und this.image gleich Image. So. Okay. So. Dann hier auch Static. Static. Deserialize Buffer. Gutes Argument. Ja. Wir bräuchten jetzt. Naja, im Prinzip kann man es ja sowieso sparen, weil wir ja irgendwie ja nichts wirklich Sinnvolles damit machen momentan. Also normalerweise, wenn man eine getypte Sprache hätte, dann hätte man natürlich in der Function als Return Type dann Server Message schreiben können. Aber da das sowieso dynamisch getypt ist, alles, also wenn es statisch getypt wäre, alles sowieso dynamisch getypt, alles ist sowieso alles zu spät. Gut, da kann ich mir auch super sparen. Was passiert, wenn ich super trotzdem schreibe? Wahrscheinlich leiten die sich alle von Object ab oder sowas ähnliches, ne? Das heißt, das würde vermutlich funktionieren, aber jetzt brauchen wir es definitiv nicht. Gut, noch kürzer, das machen wir auch mal weg. Das fliegt die ganze Zeit nur raus. So, und Serialize, braucht man Serialize? Ja, können wir auch machen. Vielleicht früher oder später. So, da muss aber, so, da können wir einfach Return this Image machen. Das Image ist ja schon so ein Buffer. Und da müssen wir jetzt aufpassen beim Serialisieren. Da müssen wir hinterher noch den Type präfixen. Also das heißt, wir müssen dann noch ein 0 oder 1 oder sowas davor hängen. Müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir das machen. Wir sind schon über die Zeit, aber ich gucke mal, dass ich zumindest diese Kleinigkeit hier noch fertig bekomme. So, also wir haben das Image oder nennen wir das mal Image Data. Das macht irgendwie mehr Sinn. So. So, was kriegen wir jetzt hier? Im Prinzip müssen wir, ist das auch relativ einfach, weil der Rest vom Buffer soll eben unser Image sein. Das heißt, das Einzige, was wir bei Deserialize machen, ist im Prinzip, erstmal, so, wir erzeugen eine neue Init-Message und übergeben dann den Buffer und an der Stelle wäre es natürlich geschickt, irgendwie vielleicht so einen Sanity-Check zu machen, ob der Buffer zu einem Canvas passt. Also Target Width Height, da übergeben wir dann gleich unser Canvas Size und da muss der Buffer natürlich sein Length Width mal Height mal 4. So, im Init-Message hat er von manchmal noch den falschen Namen. Okay, danke, ja. Gut. So. Und das nennen wir mal irgendwie Required with oder sowas ähnliches, damit das irgendwie mehr Sinn macht. Und das ist das, was man nie machen soll. So dumme Variablen abkürzen, da weiß hinterher kein Mensch mehr, was das bedeutet. Also tun wir das einfach mal nicht. So, das ist der Buffer, den übergeben wir dann. Das ist dann auch schon die komplette Klasse. Das ist also fertig. Naja, Serialize, doch, Serialize ist auch schon fertig. Gut. So, und jetzt müssen wir hier an der Stelle, wo wir das Ding deserialisieren. Ja, so, an der Stelle müssen wir jetzt gucken, was haben wir jetzt für eine Message. Also, das heißt, da kann ich wahrscheinlich nicht mehr im Switch branchen auf den Data Type, oder? Weil das dieser komische Info. Also was ich jetzt eigentlich will, ist ja Switch. Message ist ein sowieso Klasse oder eine sowieso Klasse. Also ich kann es natürlich jetzt so machen. Habt ihr eben gelernt, wie das ist. Instance of, ne? If Message Instance of. Wie heißt es? Paint Message? Paint Message? Das ist ja schön completed. Dann wollen wir das machen, was wir jetzt die ganze Zeit hier machen.
Und ansonsten könnte man jetzt, dann würde man jetzt irgendwie, wenn es Init-Message ist, dann mach halt was anderes, ne? Aber da bekommen wir jetzt lauter so geschachtelte Ifs. Da werde ich jetzt quasi, würde ich jetzt gerne switchen auf den Data-Type, wenn das irgendwie geht. Aber nichtsdestotrotz tun wir erstmal so, als ob das Ding macht ja sowieso noch nicht. Also jetzt müssen wir eigentlich lediglich noch beim Senden eine Methode haben, die den Typ davor wrappt. Ja? Switch Message.Konstruktor. Und was sind da meine Cases? Die Cases sind dann Strings oder was? Wie sehen dann die Cases aus? Ah, okay. Das ist dann tatsächlich einfach nur die. Okay, machen wir es. Pack's mal gerade da unten rein. Aber lustig, dass ich Message.Constructor nehme. Wie ist das denn jetzt verstehen? Also ich muss jetzt mal den Syntax raffen. Also der Konstruktor eines Objektes ist der Klassentyp. Sehe ich das dann richtig? Offensichtlich, weil, ne, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann ich jetzt hier schreiben Paint Message und dann loslegen. Versuche gerade so die Rationale dahinter zu verstehen, warum das den Konstruktor und nicht sowas wie und nicht zum Beispiel. Das ist irgendwie odd. Warum das nicht zum Beispiel Object oder so heißt. Also ich mache hier 1, 2 auf, ich mache 1, 2 zu, nee, das geht. So möchte ich es gerne eingerückt haben. Gut, und dann auf der anderen Seite okay, danke, gucke ich gleich mal. Hätte ich Init Message und da fällt mir, da machen wir, das machen wir dann beim nächsten Mal. So, okay, danke, das da weg. Gucken, ob das mit den Klammern jetzt noch so grob hinkommt. Sieht am ersten Moment gut aus. Namen. Ein Paint-Programm, ein Distributed Paint-Programm im Browser, was mit WebSockets mit dem Server kommuniziert. Mit einem Server kommuniziert, den wir vorher geschrieben haben. Wenn nicht ganz fertig ist, da fixe ich noch ein paar Kleinigkeiten, aber das ist im Großen und Ganzen läuft der. So, gut. Also die Logik zumindest, die funktioniert hier. Jetzt, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte noch ein Serialize schreiben, was im Prinzip die ID noch davor hängt. So, also das wird im Prinzip genauso aussehen wie hier. Da müssen wir jetzt auch abhängig von dem, was wir für eine Message haben, einfach noch eine ID davor hängen. So. So, das heißt, das wollen wir machen. Wir nehmen uns die Message so, wie sie ist. Also wir haben ein Let Buffer. Hier wollen wir ganz am Ende zurückgeben. So, wir füllen uns den Buffer gleich meine Güte. Message Punkt. Serialize. Das ist immer gleich, da muss also gar nicht da drin stehen. Also direkt da oben hin. Und jetzt möchte vor ein UintArray was einfügen, also irgendwie sowas machen. Schreibt das mal auf. Sowas wie Buffer gleich irgendwie 0 plus, beziehungsweise in dem Fall wäre es 1, die Paint-Message 1 plus Buffer. Ja, also ich will jetzt quasi. In Python würde ich das so schreiben. Ja. Wie würde ich das in. Ja, wie mache ich sowas in JavaScript, dass ich also ein Element vor ein Array hänge? Oder Paint Message und das wäre Init Message. Ja, also so ist so grob meine Idee.
throw on your error message. Punkt, Punkt, Array, okay. Punkt, 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 Array, gut. Das ist in dem Fall hier natürlich sinnvollerweise Buffer. Und das geht, weil das ist ja kein normales Array, das ist ja irgendwie so ein komisches Bit-Array oder sowas ähnliches, aber so. So. Und so. Dann schon wieder so ein paar Spaces. Okay. So, und das mache ich jetzt. Nein, falsch schon. Serialize, das muss hier irgendwo vorkommen, in da wo wir den ganzen Krempel verschicken. Send serialize von new paint message. So, theoretisch könnte ich auch direkt ein Socket send im statt serialize machen, könnte ich natürlich auch einfach direkt sagen send, aber lassen wir es gerade mal eben so. Was hat jetzt? Das ist der, das ist. Wieso habe ich 3? Das ist vom Paint, vom Konstruktor, das ist vom Serializer, das ist vom Send. Gut. Macht das irgendwie so halbwegs Sinn im Sinne von, das läuft. Ich habe das Gefühl, anstehen, sei den Code. Sei froh, dass ich überhaupt einen grafischen Editor benutze. Wir sind neu hier. Normalerweise schreibe ich das alles eher in der Konsole. So. Als erstes, was schon mal krass ist, dass es keinen Syntaxfehler offenbar, also keinen bösen Syntaxfehler beinhaltet. Das Zweite, was krass ist, es funktioniert nicht. Aber das, gucken wir mal, was sagt denn der dazugehörige Server? Jetzt der denn offen? Den habe ich noch im Debug offen. Okay, also der sagt, der geht hier so ein bisschen Screen Estate aus. Okay, der connectet sich, das ist gut. Und hier passiert jetzt im Moment nichts. Setzen wir mal einen Breakpoint. Soweit ich weiß, kann ich hier Breakpoint setzen. Und ich setze zum einen rein und klicke mal hier drauf. Okay, da passiert nichts. Ah, weil wir die ganze Zeit String-Messages bekommen. Das heißt, irgendwie habe ich aus dem Buffer einen String gemacht. Ich vermute fast, kann es sein, dass diese Sache, die dieses Davorhängen dazu geführt hat, dass der Datentyp jetzt kein UIntArray mehr ist. Das hier würde ich jetzt fast tippen. Weil da ist irgendwie dieses Socket API aber sehr empfindlich. Also sobald das irgendwie was anderes ist, genau, weil es ein normales Array ist, ja. Gut, okay. Andere Vorschläge. Wir könnten natürlich auch im mal gucken. Ist noch ein Array. Gut, okay, dann können wir das so nicht machen. Dann müssen wir, na gut, wir könnten natürlich auch diesen Präfix selber machen hier. Das heißt, da muss einfach nur jede Klasse ihre ID kennen, aber von mir aus. Dann bräuchten wir das im Prinzip auch nicht mehr. So, und dann haben wir hier natürlich dasselbe Problem irgendwie in grün. Das haben wir sowieso, fällt mir gerade ein, weil das eben, was wir bekommen, ist ja eben kein UIntArray, sondern das ist ja irgendwie ein Image. Was ist denn das eigentlich? Das ist ja irgendwie so ein Image halt, weiß der Henker, was das dann ist. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas Besonderes. Also müssen wir das ohnehin erstmal umwandeln. Dann machen wir das doch gleich. UIntArray 16. Da reicht obendrein auch ein UIntArray der 8 Bits. Mehr braucht man nicht für jedes Element. So, und das, lassen wir das erstmal auf 16. Hauptsächlich deswegen, na, ne, machen wir. Aber 8. Okay. Das, was wir zurückgeben, ist dann unser Image Data. Das heißt, wir müssen über alle Elemente davon iterieren. For let i gleich 0, i kleiner als this image data
Sekunde, einen Moment. Plus plus i. So, und das Unit Array 8 ist jetzt. Was für eine Größe hat das? Buffer gleich Unit Array 8. So, und ich erkläre gleich noch, wie ich auf das 8 und 16 komme und so. Das ist halt die Bitgröße von jedem einzelnen Eintrag. Und jetzt aber 8-Bit-Einträge. Das bedeutet aber, da wir hier vorher ein 16-Bit-Array haben, weil da kommen wir mit 8-Bit nicht aus für die Position, also insbesondere die Position müssen wir in höherer Präzision speichern und die Farben würden auch so gehen. Da wir das jetzt aber jetzt einfach mal Unit Array 16 lassen wollen, haben wir hier 16-Bit für die 1. Das bedeutet, ich muss jetzt hier vorne die 0 mit 2-Bit abspeichern. Das ist aber nicht so schwierig. Wir müssen einfach richtig gucken, dass wir es richtig sizen. Das heißt, wir müssen 2 plus this image data Punkt. Was ist das? Length? Length oder Size? Ich schreibe einfach mal Length und ihr korrigiert mich, wenn das anders heißen muss. So. Und Buffer 0 ist gleich 0 und 1 auch. Das heißt, die ID haben wir jetzt als 16-Bit. Und da wir die hinterher als 16-Bit interpretieren, müssen wir das zweimal reinschreiben, also das erste und das zweite Bit. So, und jetzt können wir hier Buffer i plus 2 machen und das ist gleich this image data von i. Da kopieren wir die jetzt alle rüber. Geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen geschickter, aber machen wir es erstmal so. Damit ist der Buffer jetzt. Einfach ein. Damit ist der Buffer jetzt einfach wirklich ein Unit 8 Array. Das ist gut. Das wiederum kommt richtig an. So, dann müssen wir es jetzt aber hier wieder umändern. Dann ist das wieder doch wieder New Paint Message von Klammer zu. Umhaltet. Oh, das machst du aber kurz noch. Egal. Davon C. Serialize. So, sonst brauchen wir die Message nicht weiter. Gut, der hängt jetzt freundlicherweise die 0, der noch nicht, den habe ich noch nicht geschrieben, aber der andere Init-Message hängt das schon mal an. Das muss natürlich jetzt auch noch angepasst werden hier. Jetzt machen wir erstmal das da oben. Das heißt, das Serialize hier, das funktioniert schon. Ja, das funktioniert schon. Gut, gucken wir mal. Dann brauchen wir das aber. Das habe ich schon gelöscht. Gut. So, probieren wir es aus. Was ist das? Alles mein Socket-Server. Mal laden. Okay. Wow. Es funktioniert. Also eins finde ich echt überraschend. Irgendwie schaffe ich es jetzt die ganze Zeit, das Ganze so syntaxfehlerfrei zu coden, dass offensichtlich zumindest mal das System nicht meckert. Wobei ich das Gefühl habe, in JavaScript was syntaxfehlerfrei zu coden ist nicht so schwierig. Also das geht. Wir schicken jetzt diese Paint-Message rüber, deserialisieren die korrekt und haben dasselbe wie vorher. Und wir können jetzt dann auch beim nächsten Mal weitermachen mit den Init-Messages. Die müssen wir dann noch deserialisieren und dann einfach hier unten noch Code eintragen, der einfach das ganze Bild einmal überschreibt mit dem Inhalt. Und dann, wenn man das neu lädt, müsste man eigentlich direkt das Bild sehen, was vorher gepaintet ist. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Da schon eine ganze Ecke drüber. Machen wir dann einfach mal Code eintragen. Genau, richtig, ja. Also, ich mache da unten noch ein To-Do rein. Dann haben wir es komplett. Mal gucken, dass ich die richtige Codezeile finde. Das muss hier irgendwo sein. Switch Paint, da ist es. So, und dann haben wir die Initialisierung und dann können wir uns über andere Sachen Gedanken machen. Da müssen wir halt auf dem Server, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen machen, weil diese Init-Message, die senden wir ja nie. Ja, also meine, mit der Paint-Message haben wir es immer noch leicht. Ne? Die senden wir, der Server bounced die einfach zurück an alle und so weit, so gut. Die Init-Message wird auf dem Server ein bisschen Arbeit machen, weil die muss ja der Server selbst generieren. Das heißt, bei jedem neuen Connect von einem
Client, danke Rita, machen wir gleich, mache ich gleich. Ich werde es mir schon mal erklären. Bei jedem Connect von einem neuen Client müssen wir quasi auf dem Server die Init-Message schicken. Ne? Und die Init-Message, die macht ein bisschen Arbeit auf dem Server, weil die bedeutet, wir müssen auf dem Server ja auch wissen, wie das Bild auszusehen hat. Ne? Und dazu müssen wir quasi immer, wenn wir eine Paint-Message bekommen, auf dem Server mitpainten sozusagen, damit wir das dem Client schicken können. Ja? Aber ist auch kein, ist auch nicht super schwierig. Wo sind die Haare? Gerade wieder da. Die Haare sind ja, schon länger nicht mehr da, ne? Ja, die sind kürzlich mal verloren gegangen. Ja, aber die wachsen nach, keine Sorge, ist wie bei Samsung. Gut, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, im nächsten, ich lerne, wie man JavaScript macht. Danach stehen dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel Bild aussuchen, Bild hochladen und so weiter und so fort. Nö, das können wir auch in einer höheren Auflösung machen. Also ich meine, das ist ja momentan relativ wurscht. Das Canvas hat ja jetzt, habe ich jetzt glaube ich einfach 500 mal 500 oder so, mehr oder weniger arbiträr da reingeschrieben, genau. Das können wir hinterher, ich wollte das so machen, dass wir, dass sich das einfach an die Browsergröße anpasst. Also dass das halt einfach groß ist und dann nehmen wir intern irgendeine Größe, für die wir uns einmal entscheiden, was weiß ich was, 2000 mal 2000 oder irgendwas. Ja, genau. Man könnte das Ganze auch als Vektorgrafik umsetzen. Das wird sogar erheblich vereinfachen. Aber ehrlich gesagt wollte ich das genau nicht machen, weil mein Ziel war, nochmal kurz, das vielleicht noch, was hatte ich damit vor? Ich wollte eben genau keine Vektorgrafik haben, weil die gibt es wie Sand am Meer. Das ist ja auch eben viel simpler. Ich wollte wirklich pixelbasiert machen. Und zwar war meine Idee, ich wollte das eben fürs Dungeons and Dragons spielen benutzen und ich wollte einfach eine Karte hochladen, eine Map für die Spieler und dann halt als Dungeon Master selektiv, das soll dann natürlich auch nicht alle können, also wir brauchen auch noch irgendwie so ein Rechtssystem, wollte ich dann eben Teile ausradieren. So, und wenn du das jetzt mit einem Vektorsystem machst, dann musst du halt ganz viel Vektorgrafik machen und die so ja, kaputt machen. Wenn du es aber auf Pixelbasis machst, ist alles viel einfacher, da kannst du es wirklich einfach so wegradieren. Das war so die Idee. Deswegen, also ich wollte das tatsächlich, das war quasi sozusagen Absicht, dass es ausnahmsweise, dass hier keine Vektorgrafiken sind. Ne? Daher kam die grundsätzliche Idee. Okay, gut. Also, das so viel dazu, dass das, wo wir hinwollen. Hoffentlich beim nächsten Mal bekommen wir es hin, dass wenn man den ganzen Canvas neu lädt, dass er dann nicht leer ist, sondern eben das vom letzten Mal noch hat. Dazu müssen wir eben die Message da anpassen und dann mal wieder ein bisschen in C++ coden, um den Server anzupassen. Gut, das war's dann mal wieder für heute. Es ist schon eine halbe Stunde drüber. Ich rate mal noch wieder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wen ich da rate. Das ist immer alles courtesy von meiner Raid-Beauftragten Rita Schulz. Ja, offensichtlich handelt es sich wieder um Musik. Ich mach's einfach mal. Funktioniert? Gut. Ja, ansonsten bin ich jetzt raus. Hab morgen noch Vorlesungen zu halten. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, entweder in irgendeiner Vorlesung vormittags oder eben ansonsten geht es Donnerstag weiter. Ich committe das Ganze gleich noch, liegt dann wieder auf dem GitHub-Repository rum. Und ihr wisst ja, es gibt auch noch einen Discord-Channel dazu, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt. Haut mal in den Discord-Channel rein. Kurz als kleiner Preview schon mal, wenn das Ganze hier mal soweit fertig ist, dann habe ich gedacht, kümmern uns mal so ein bisschen um LODs, da gab es eine ganz lustige Diskussion auf dem Discord-Channel. Schauen wir uns mal an, was wir da machen können. Gut, also dann haue ich euch jetzt zum Raid raus. Viel Spaß damit. Bis Donnerstag oder wann auch immer ihr wollt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Wenn ihr könnt, lasst euch impfen. Ciao. Und hier ist auch. Tschüss.